Willkommen zurück hier bei Killzone Shadowfall. Wir sind auf der Flucht, wir wurden gefangen genommen. Wäre schön, wenn ich wüsste, wo es lang geht. Ich helfe Ihnen zu entkommen. Das kann ich nur schwer glauben. Ich töte ungern meine Leute, um Sie zu retten, Marshall. Also wenn Sie meinen Worten nicht glauben, glauben Sie meinen Taten. Okay. Es ist auf jeden Fall ein Hellgast, der uns hier durchführt. Er hört sich auch ein bisschen so an, natürlich. Aber ich frage mich, was sein Ziel ist. Und wir wissen jetzt auch, wer das war. Die Tochter von Visari. Aber wer ist der Vater? Das ist die andere Frage. Wenn sie nicht... Wenn sie... Woraus sind noch zwei Wachen? Ich kann ihren Funkverkehr abhören. Es klappt nur zeitweise, aber ich schicke, was ich kann. Ich hatte an dem Tag Wache. Das heißt, Sigma hat die letzte Nacht aufgegriffen. Hat den Unterschlupf der Blackhand angegriffen und Vanko Tyron getötet. Autsch. Da dürfte ich wohl nicht stehen, ne? Ich wollte doch nur zuhören. Ja, ich bin ja schon tot, danke. Okay, nochmal. Voraus sind noch zwei Wachen. Ich kann nicht vom Funkverkehr abhören. Es klappt nur zeitweise, aber ich schicke, was ich kann. Ich hatte an dem Tag Wache. Hat den Unterschlupf der Blackhand angegriffen und Vanko Tyron getötet. Das passiert, wenn man vektanische Terroristen freilässt. Wir hätten ihn damals exekutieren sollen. Vielleicht machen sie das dieses Mal. Leitung, Tempest 3-3, Zone 899 sauber. Gehen weiter nach... Scheiße, ich hätte... Okay, wir haben wenigstens das Gespräch zu Ende gehört. Dann müssen wir wohl warten. Danke. Ach Mist. Schon wieder. Woraus sind noch zwei Wachen? Ich kann ihren Funkverkehr abhören. Es klappt nur zeitweise, aber ich schicke, was ich kann. Kann ich darauf? Ah. Kann man hier rauf irgendwie? Nein. Hier kann ich nicht durch. Nicht empfehlenswert. Nicht bewegen. Er kommt direkt auf Sie zu. Ich sehe sein Ziellicht. Machen Sie kein Geräusch. Ach, Scheiße. Mist. Leitung 3-3. Sind jetzt in Position. Los. Überwachen und sichern. Bericht folgt. Ende. Kommen Sie schon, Marshall. Ich bin ja schon dran. Und ich muss vorbeischleichen, sonst kriegt er mich. Aber das Dust hier schnapp ich mir noch. Danke. Und jetzt nix wie weg von hier. Puh. Ging nochmal gut. Jetzt. Nach drei Versuchen. Tempest 3-5, Sie haben Anweisungen, Zone 4 zu prüfen. Ich habe den Kontakt zu Tempest 3-3 verloren. Sie haben verdächtige Aktivitäten untersucht. Machen Sie Meldung. Hallo, Trönchen. Möglicherweise nur eine Störung. Ich weiß nicht, wie ich das alles aushalten soll. Die Zeit geht schnell vorbei. Beschäftige dich. Bleib nicht bei einer Sache stecken. Ich meine, zu meiner Zeit durften wir nicht wechseln. Wenn man einmal Koch war, blieb man Koch. Heutzutage kann ein Koch Grenadier werden oder Infanterist oder so. So einfach ist es nicht. Außerdem, es heißt, die machen das nur, weil sie mehr kampferprobte Soldaten brauchen. Na, mach dir darüber keine Sorgen. Dafür gibt es nur einen Grund. Krieg. Es gibt keinen Krieg. Wir haben den letzten kaum überlebt. Wir bereiten ihn vor. Es gibt viele Beweise. Du willst bloß nicht hinsehen. Okay, okay. Nimm mir einen. Ich sag dir einen. Alle Sicherheitsvorkehrungen im Internet wurden verändert, oder? Ja. Was wir letztes Jahr alles konnten und jetzt geht's nicht mehr. Okay. Sie spionieren uns aus. Permanent.
Ja, aber du weißt doch warum. Ja, sie bereiten einen Krieg vor. Ist doch klar. Nein, nein. Sie versuchen, die Zivilisten zu schützen. Nein, so fängt es immer an. Terroristen und Kriminellen, die es auf Schwächere und schlechter Informierte abgesehen haben. Das tun sie. Sie versuchen, uns zu kontrollieren. Sie wollen uns Angst einjagen, uns komplett verängstigen. Oh, wie immer. Du bist paranoid. Wie auch immer. Egal, was du sagst. Der Krieg kommt. Ich mache mir keine Sorgen. In weniger als einer Woche bin ich hier weg. Was sollte da noch passieren? Voll die Diskussion geführt. So, halt doch die Schnauze, die tun nichts. Aber es ist trotzdem mal interessant, so Gespräche abzuhören. Das gab es bis jetzt noch nicht in Killzone. Immer weiter. Da kann ich nicht durch, okay. Halt! Wo muss ich hin? Sind Sie da? Scheiße. Wahrscheinlich hat er immer noch ein bisschen Grundausrüstung oder er hat ein Funkgerät implantiert, dass er das eigentlich hören kann. Ich hoffe es zumindest, dass Sie dieses Detail nicht übersehen haben. Helgeinische Kartonkissen, ja. Und kleine Drohnen, hallo! Drohne! Drohne! Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Was heißt das für mich? Hier? Sie kommen hier nicht lebend raus. Das schafft niemand. Komm schon, gib die Hoffnung nicht auf, mein Freund. Gib die Hoffnung nicht auf. Also ich zumindest nicht. Okay. Ah, noch eine Comicseite. Wie sieht's da aus? Gut. Wieder so ein Propaganda-Comic. Und jetzt, wo muss ich hin? Finden Sie aus New Helgen raus. Ah, ich muss doch hier durch. Wer? Wieso? Sie verweigern wohl gern Befehle. Warum habe ich Massar übergeben? Solange sie lebt, benutzt man sie, egal wer. Los, weiter. Wenn sie hier bleiben, sind sie tot. Wow, sie hilft uns? Hier herrscht eine Ausgangssperre. Wir müssen weg von den Straßen. Es wird nicht lange dauern, bis sie herausfinden, was passiert ist. Wir müssen möglichst weit weg, bevor sie das tun. Wir können den alten Schmugglerpfad benutzen. Okay. Boah, ich glaube, ich gerate hier in irgendwas rein, was ich niemals wollte. Oben ist die Mauer nicht mehr weit. Aber wir sind freiwillig und die werden alles auf uns jagen. Coole Fernbedienung hast du da. Rebektanische Hälfte. Kennen Sie ihn? Ich habe früh gelernt, diese Frage nicht zu stellen. Ich weiß, wer ich bin, Callum. Ich schäme mich nicht. Alles, was zählt, ist mein Volk. Okay. Sie könnten ihm helfen. Auch Visari könnte das. Sie scheint mehr am Krieg interessiert zu sein. Das macht Visari nur, weil sie denkt, dass sie keine Wahl hat. Bei einem Angriff gibt sie nicht nach. Wieso sollte sie? Sie kämpft für ihr Volk, für ihre Heimat. Das ist alles, was wir haben. Überzeugen Sie Ihr Volk abzuwarten. Das darf nicht passieren, Kellen. Nicht nochmal. Unschuldige werden dafür mit dem Leben bezahlen. Da bin ich auf jeden Fall deiner Meinung. Und ich bin leider nicht Kellen. Ich steuere ihn nur. Mal sehen, für was sich unserer Protagonist hier entscheiden wird. Verschwenden wir keine Zeit. Bringen wir sie hier raus. Alter, hast du ne Wumme, hey. Krass. Nehmen wir schön nachschauen. Ich habe sie ins ComSec-Netzwerk gehackt.
So können Sie Automaten hacken und Ziele anweisen. Markieren Sie doch mal das Gitter, dann sehen wir, ob es klappt. Was da oben? Ah. Wir sind. Wenn Sie Feuerschutz brauchen, markieren Sie ein Ziel und überlassen mir den Rest. Ah, Spinni! Testen wir das Hacken. Versuchen Sie es an dieser Spinnenmine. Los, die Spinnenmine hacken. Ach, geil. Schicken Sie sie zur Türsteuerung und zünden Sie. Interessant. Ist ja geil. Geil. Okay, hacken Sie noch ein. Nehmen Sie das Fenster. Schicken Sie sie zur anderen Seite der Tür. Wo ist denn noch eine? So. Jetzt bin ich hier am Boden und wo muss ich sie schicken? Habe ich es geschafft? Ich weiß gar nicht. Ah, offenbar. Ist ja geil. Ha! Cooles Gimmick, gefällt mir. Die werden Sie brauchen. Eine schallgedämpfte Pistole? Sie wissen, warum wir das tun. Sinclair traut Ihnen. Er ist der, den Sie überzeugen müssen. Die VSA kontrolliert alles. Vector wird tun, was er sagt. Wieso vertrauen Sie mir? Das tue ich nicht. Doch Sie wollen, dass Ihr Volk lebt. Darauf baue ich. Gehen Sie zur Mauer. Ich gebe Ihnen von oben Deckung. Sie geben mir Ziele. Boah, das muss hart sein. Okay. Ich habe Sie im Blick. Markieren Sie alles, was Ihnen im Weg ist. Wir müssen zum Sicherheitszentrum 37. Auf mein Zeichen, dann kommen wir hier durch. Achtung! Gemäß Sicherheitsprotokoll 669. Erledigen Sie ihn. Die Standorte Ausgangssperre ist aktiv. Bei Verstößen drohen sofortige Verhaftung. Verlassen Sie umgehend die Straße. Okay. Ich hoffe, ich schaffe es hier durch. Ich hoffe, das war schlau. Nee. Okay. Keine Verbindung. Das hier nutzen. Okay, die sind weg. Wo muss ich hin? Da hinten. Scheiße, die kommen wieder. Fuck. Ich bleib mal hier in Deckung. Sie ziehen die Brücke ein. Sie müssen rüberkommen. Ich spreche nicht vom Pöbel, der Sie haben soll, sondern. Naja, ich meine ja jemanden wie mich. Schießen Sie! Das tun wir nicht. Scheiße, haben wir jetzt wirklich den Alarm markiert. Ausgelöst? Scheiße! Okay. Ah, ich kann noch eine Waffe aufnehmen, endlich. Huf. Geil. Achtung, gemäß Sicherheitsprotokoll 669. Die Stadtwalter Ausgangssperre ist aktiv. Bei Verstößen droht sofortige Verhaftung. Verlassen Sie umgehend die Straße. Markiert. Greif das an. Ziel am Boden. Ich kann das System nicht knacken. Die Steuerung muss zerstört werden. Hätten Sie eine Spinnenmine. Das ist der einzige Weg auf die andere Seite. So. Hallo, Spinni.
So, nutzen wir die doch gleich. Hat er wird die angeschossen? Schneller! Habe ich es geschafft? Ich hoffe, es hab. Ich hab's geschafft. Ja! Mist! Oh, ich muss weg. Scheiße. Ach, scheiße. Sofort stehen bleiben. Was soll das, Sergeant? Ich. Ungehorsam? Das war ich nicht. Sie verstoßen gegen Stadtverordnung 457, öffentliche Verunstaltung. Code 47B, Ausgangssperrverstoß. Meine Tochter. Sie ist schwer krank. Ich wollte Medizin holen. Auf die Knie, Vagabund. Halt. Ich sagte auf die Knie. Bitte, ich. Einschütze! Bitte? Kein Danke? Danke. Ah. Sie sind der, den die suchen, oder? Ja, eigentlich schon, ja. Ach, cool! Oh, fuck. Yeah, danke vielmal. Oh, danke. Wo muss ich weiter? Ja, Adrenalinpack. Super. Ah, endlich kommen wir mal schleichen vorwärts. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Ich bin da so ein Tollpatsch, wenn es um sowas geht. Okay. Ah, ich habe immer noch die Gefangenschaftshose an. Haha. Ist ja krass. Wo bin ich jetzt? Keine Gegner. Hier oben. Ein Gaskochherd. Oder sowas. Lavabo. Mann, die leben ja hier wie im Dreck. Die armen Leute. Ethik-Roboter. Nicht toll. Die kennen wir schon und fürchten wir schon seit dem zweiten Teil vom Spiel. Schaffe ich den auszuschalten, ohne dass er alarmiert wird? Scheiße. Ich glaube, das darf ich nicht, ne? Okay, dann versuche ich mich mal an denen vorbeizuschleichen. Boah, wenn die Ethics mich angreifen. Sie hinaus. Sie bedrohen wieder irgendjemand. Wer? Er ist markiert. Vorsicht!
Was ist jetzt bitte passiert? Bin ich... Hallo, das war die Drohne und nicht ich? Okay, versuchen wir es mal ohne zu töten. Kann ich hier runter? Schalten Sie ihn aus. Neutralisiert. Dass sie das so kalt macht, ohne zu zögern. Hey, ich will da rein. Er ist markiert. Wie kann ich bitte an dem Zeug reinkommen? Okay, ich, Mist! Ich gehe in Deckung und, es geht gleich weiter in der nächsten Folge hier bei Killzone Shadowfall. Ich hoffe, es... Sie haben mich entdeckt. Also bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Tschüss!